Christian, das war aber gestern mal ein tolles EM-Finale, oder? Sehe ich genauso. 4:0 haben die Spanier die Italiener weggeputzt. Mann, oh Mann. Aber was die Münsteraner wohl dazu denken, ob das ein verdienter Sieg war oder ob die lieber die Italiener auf dem Siegertreppchen gesehen hätten? Ja, da ist mal die Frage des Tages, ne? Ja, das ist unsere Frage des Tages heute. Los geht's. Spanier haben sicherlich verdient gewonnen. Aber gegönnt hätte ich es den Italienern. Denn dann hätten wir gegen den Europameister verloren. Das wäre eine ganz andere Situation gewesen. Also ich finde schon, weil ich finde, dass die Spieler gut spielen und Italien es nicht verdient hat, weil die Deutschland rausgeworfen haben. Ich sehe das genauso, weil Italien uns rausgetickt hat und Spanien gewinnen sollte. Ich meine, Italien ist nicht schlecht und ich hätte ihnen das auch gegönnt, aber ich finde, für mich persönlich ist Spanien einfach die bessere Mannschaft gewesen. Ja, meiner Meinung nach absolut. Verdient wegen der absoluten klassischen Spielweise, vor allem nicht nur in den Beinen und den Füßen, sondern vor allem auch im Kopf. Ne? Ohne weiteres bist du keinen besseren im Moment. Ja, ich glaube, es spielt besser und sind Latinos, sind Latin. Aber Italien auch. Ja, aber Spanien spricht Spanisch. War voll verdient, auf jeden Fall. Ein bisschen von uns unterstützt, aber sonst war verdient. Alle Male. Ich würde sagen, zu 100% verdient, ganz genau. Einfach das bessere Spiel gemacht, auch wenn es zum Schluss noch mal so richtig spannend wurde. Ja, das wurde am Schluss noch mal ziemlich eng. Würde ich sagen, auf jeden Fall verdient gewonnen. Und ich gratuliere auf diesem Weg auf jeden Fall den Spaniern zum Triple. Ne? Dritter Sieg in Folge, wunderbar. Spielen super Fußball. Hätten wir es ins Finale geschafft, ich glaube, da hätten wir auch verloren. Ja, ist so. Ja. Oskar, was meinst du? Haben die Spanier verdient gewonnen? Deute das mal als Ja.